Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wie ihr ja sicherlich schon mitbekommen habt, in unserem letzten Video zur Maschinenpflege oder per Instagram stellen wir euch heute mal so zum Neujahr eine neue Maschine vor. Und zwar ist hier in meine Werkstatt kurz vor Weihnachten eine neue Maschine eingewandert, und zwar hier unsere Kreissäge. Und wir haben jetzt schon mittlerweile unzählige Anfragen bekommen, wie zufrieden wir denn mit der Maschine sind. Und jetzt nach ca. 2 bis 3 Monate Arbeiten mit der Maschine haben wir uns gedacht, heute, jetzt oder am Sonntag, wo ihr seht, geben wir euch mal ein Feedback darüber, über unsere ersten Erfahrungen mit der Maschine, wie die Maschine sich im Vergleich zu unserer günstigeren Maschine schlägt und einfach wie die Maschine so aufgebaut ist. Darüber erzählen wir euch in dem Video ein paar Fakten und Daten. Und zu der Maschine gibt es einfach nur kein wirkliches Video auf Deutsch. Und deswegen haben wir gedacht, wir zeigen euch heute die Maschine hier mal genauer. Noch kurz vom Video gesagt, die Maschine hier ist gebraucht von uns gekauft. Baujahr ist die 2014. Das heißt, gekauft, nichts gesponsert und nichts. Ihr bekommt hier wirklich auch, wie natürlich auch in unseren anderen Videos und Vorstellungen auch, wirklich eine 100% ehrliche Meinung zu uns, zu der Maschine. Ja, wie gesagt, sie ist gekauft, sie ist gebraucht. Was daran der Vorteil ist, beziehungsweise der Nachteil, dazu komme ich später auch noch ganz kurz. Also was besser ist, eine gebrauchte oder eine neue Maschine. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, wenn ihr die ganzen Fragen beantwortet haben wollt und noch viel mehr über die Maschine wissen wollt, dann bleibt am besten am Video jetzt dran. Und ich würde sagen, wir fangen erst mal mit den ganz typischen Sachen an so einer Formatkreissäge an. Also hier habt ihr jetzt mal die Ansicht von unten, wie die Maschine eben hier so von unten aussieht. Man kann schon sehr schön erkennen, so das Grobe und Ganze, beziehungsweise es gibt nicht allzu viel darüber. Wir haben hier den Ein- und Ausschalter, der ist jetzt gerade auf der T-Stellung. Das heißt, wenn ich die Maschine über Notausschalter betätige, beziehungsweise wenn die Maschine läuft und der Strom weggeht, läuft sie auch nicht wieder an, sondern dann springt der Schalter hier auf die T-Stellung. So ist er auf 0. Eingeschaltet wird die Maschine eben über diesen Schalter. Den tue ich hier einfach ganz rüber. Das zeigen wir euch nachher auch noch in Aktion. Und dann läuft die Maschine an. Ja, was euch dann sicherlich noch auffällt, ist hier die Stromversorgung, denn an der Maschine ist natürlich neu keine Holz- oder Mahagoniplatte mit einem orangenen Kabel vorhanden, sondern eine Buchse. Allerdings war das keine europäische Strombuchse oder kein europäischer Stromstecker, und wir hatten keinen Adapter da, sondern eben noch hier so ein großes, auch feuerfestes 400 Volt Kabel, und dann haben wir uns entschlossen, die Buchse wegzumachen und ein Kabel hinzumachen, da das in meiner Werkstatt eben auch etwas praktischer ist. Und ich denke mal, so ist das auch noch ein bisschen platzsparender, als wenn hier eine große Buchse wegkommt. Ja, hier haben wir dann noch die Kurbel für die Höhenverstellung vom Sägeblatt. Das Ganze funktioniert, das muss ich wirklich sagen, wirklich super einfach, die Höhenverstellung. Also das ist wirklich sehr gut gelöst, das Prinzip. Man sieht hier dahinter vielleicht auch noch so einen kleinen Schnellspanner, den kann man dann noch festmachen, und dann ist die Höhenverstellung fixiert und man kann das Sägeblatt nicht mehr bewegen. Wie gesagt, hier die Höhenverstellung funktioniert schön einfach und das Sägeblatt fährt auch wirklich relativ schnell hoch und runter. Das heißt, man muss nicht ewig kurbeln, wenn man gerade die 10 cm bzw. nur ganz wenig Schnitthöhe möchte, sondern man kann das Sägeblatt einfach schön schnell hoch und runter kurbeln. Ja, dann sieht man hier eben noch, wie das Ganze quasi funktioniert. Und hier haben wir noch eine Anzeige. Das ist mit sehr extrem dicken Kleber aufgeklebt. Und die stimmt auch wirklich ganz genau. Also wir haben hier so eine kleine Metallnadel dran. Und die Metallnadel stimmt auch wirklich sehr genau. Man kann wirklich gut die Gradzahl ablesen. Danach verlasse ich mich auch oft, und ich habe jetzt auch schon Gärungen gesägt. Und die stimmen wirklich auf den Winkel genau. Ja, hier oben, wer sich wundert, hier diese Aussparung, das ist eben, wie gesagt, oder wie ich vorhin schon erwähnt, für das Vorratsaggregat. Darin schwenkt sich dann einfach das Aggregat, beziehungsweise auch eine kleine Kurbel oder kleine Hebel zum das Aggregat einstellen. Ja, hier haben wir dann noch einen Plastiknauf.
Den müssen wir lösen für die Sägeblattschwenkung. Wie das funktioniert, das zeige ich euch gleich noch. Und hier unten dran haben wir noch eine Schraube zum Schiebestöcke hinhängen. Also wie gerade schon erwähnt, hier dieser Plastikknauf ist für die Schwenkverstellung vom Sägeblatt. Und da fällt natürlich auch schon auf, hier fehlt noch die Kurbel. Das ist bei der Maschine sehr, sehr gut gelöst. Und zwar können wir alle Kurbeln aufstecken an der Maschine. Das heißt also, wir können auch ganz einfach die Kurbel hier drüben am Sägeblatt abnehmen, wobei sie da drüben nicht stört. Hier stört sie mich wirklich auf der Seite, wo der Schlitten ist. Denn wenn man hier am Sägeblatt steht, dann stört diese Kurbel wirklich extrem. Und deswegen ist es auch umso praktischer, wenn man die dann einfach abnehmen kann. Und dann hat man nichts mehr, wo man hängen bleibt. Hier hinter der Maschine befindet sich da noch ein Absaugstutzen mit 120 mm. Da der allerdings für meine Absauganlage zu groß ist, da mein Rohrsystem hier in der Werkstatt nur 100 mm hat, habe ich noch einen Adapter dazu gekauft, hier aus so einem Stahlblech, und den kann ich ganz einfach abnehmen. Und da habe ich nur ein bisschen Kreppband rumgewickelt, damit das Ganze wirklich dicht ist. Und ja, das hier ist ein 120 mm Ausgang und da verläuft ein Schlauch direkt zum Sägeaggregat, das zeige ich euch auch später nochmal. Über dem Absauganschluss befindet sich dann noch der Auslegerarm, den man hier rausklappen kann. Und hier wird dann da drüben der Ausleger eingehängt. Wie das funktioniert, das seht ihr auch gleich noch. Ja, hier dann noch eins der wichtigsten Teile an der Maschine. Und zwar ist das unser Parallelanschlag. Hier als erstes mal die Befestigung vom Anschlag. Und zwar haben wir hier einmal die Einfallklemmung. Das heißt, wenn wir den Hebel nach unten drücken, dann klemmt sich hier dieser Anschlag an die Metallstange hier ran und der ganze Anschlag ist dann auch wirklich bombenfest und rührt sich keinen Millimeter mehr, egal in welche Richtung. Hier oben drüber haben wir einen Hebel. Wenn wir den lösen, dann ist hier das Lineal locker. Das heißt, wir können hier das Lineal dann verstellen. Das ist ganz wichtig, wenn wir am Ausleger hier was anlegen wollen und ablenken wollen, dass uns das Werkstück nicht eingeklemmt wird, können wir den dann schön nach hinten schieben. Das zeige ich euch später auch noch. Und was wir hier noch nebendran haben, diesen Drehknauf, das ist die Feineinstellung für den Anschlag. Und zwar drücken wir diese nach unten und dann rastet hier unter dem Anschlag ein kleines Zahnrad ein. Das ist auch der Grund, weshalb wir hier so Zahnräder oder so eine Zahnspur am Lineal entlang haben. Und zwar können wir hier somit mit dem Zahnrad auch wirklich auf ein Zehntel genau den Parallelanschlag einstellen. Und das funktioniert auch echt gut, wobei das Ganze auch wirklich einige Zeit dauert zum Einstellen, dass hier diese Zahnradführung, sag ich mal, auch wirklich schön läuft und dass sich hier auch nichts verkantet. Aber das ist wirklich auch ganz toll und was daran auch wirklich ein Unterschied zu günstigeren Maschinen ist, wie unsere andere Kreissäge. Wir haben kein Gewinde oder sowas, was irgendwann mal überdreht ist bzw. sich aushängt und was man dann wieder einfädeln muss, sondern wir haben hier wirklich ein dauerhaft eingerenktes System und können hier wirklich verstellen, wann und so viel wir wollen. Und das ist wirklich praktisch. Und hier diese Einstellung benutzen wir wirklich ganz oft einfach zum schön Einstellen, da hier das Ganze wirklich doch, haben wir herausgestellt, deutlich schneller geht, als hier den Anschlag hinfahren und dann noch ein bisschen rumklopfen. Da funktioniert hier das hier deutlich einfacher. Hier seht ihr jetzt auch nochmal das gesamte Anschlaglineal. Und zwar ist wirklich auch klasse an der Maschine. Dieses Lineal hier ist 1,20 Meter lang. Das heißt, hier der Anschlag ist wirklich auch dafür geeignet, dass man mal große Platten an die Maschine anlegt und schön gerade durchführen kann. Das ist auch nochmal ein ganz großer Vorteil an diesem wirklich langen Lineal. Man sieht hier 1,20 Meter und das ist schon wirklich eine ordentliche Länge, um eben auch, wie gesagt, mal richtig große Teile durch die Maschine gerade und sicher durchzuführen. Ja, wie vorhin schon erwähnt, ist das Ganze hier natürlich nach hinten verschiebbar, wenn wir eben mal was ablenken müssen. Und das Ganze geht auch wirklich einfach. Auch natürlich noch ein ganz großer Vorteil zu etwas günstigeren Maschinen.
dass wir hier nicht ganz viele Schräubchen lösen müssen und dann das Lineal zu verstellen, sondern auch während dem Betrieb von der Maschine zum Beispiel mal schnell und einfach nur diesen Hebel hier lösen müssen und dann schön das Lineal hier verstellen können. Ja, dann kommen wir jetzt hier noch zum Herzstück der Maschine. Und zwar ist das hier der Schiebeschlitten. Der hat eine Breite von 28 cm und das Aluprofil ist eben wie gesagt 1,60 m lang. Und der ganz große Vorteil liegt eben auch an dieser enormen Breite von dem Schlitten, dass wir hier auch wirklich eine große Auflagefläche haben und das Ganze auch wirklich praktisch ist, wenn wir eben wieder was Großes ablenken oder besäumen müssen. Und die Arretierung erfolgt hier über diesen Hebel hier dran. Das ist auch wirklich ein klasse Vorteil. Dieser Hebel befindet sich auch nochmal hier am anderen Ende vom Schlitten. Das heißt, wir können den Schlitten von beiden Seiten arretieren und die Arretierung wieder lösen. Und das erfolgt einfach, indem wir hier drücken und dann ist der Schlitten hier arretiert und läuft. Und zum Arretieren müssen wir schauen, dass hier diese Kanten schön übereinander liegen. Und dann den Hebel runter. Und dann ist der Schlitten auch arretiert. Wir haben bei der Maschine einen Arretierungspunkt. Das hängt eben einfach damit zusammen, dass eben einfach hier dieses Schlittenteil hier über dieser Führungsschiene exakt überein liegt und dann quasi die Enden einfach gespott worden und dann ist das Ganze fixiert. Ja, wie gesagt, einfach lösen und dann läuft der Tisch. Dann, worin läuft der Schiebeschlitten? Wir haben hier solche blau schimmernden Metallschienen angebracht. Ja, und in diesen schimmernden Schienen hier läuft eben dann auch wirklich der Schlitten. Das heißt, hier drinnen laufen Kugeln und die Kugeln verbinden eben hier dieses Schlittenteil mit der Führung. Man hört es auch ganz leicht oder beziehungsweise, wenn wirklich was Großes, Schweres drauf liegt, dann hört man es auch ein bisschen quietschen und das sind eben die Kugeln, die hier drin laufen. Was man noch dazu sagen muss, die einen oder anderen fragen sich jetzt wahrscheinlich, ob das überhaupt reicht, wenn hier der ganze Schlitten nur in diesen Kugeln läuft. Ja, das reicht auf jeden Fall und den großen Vorteil hat es eben auch, dass wir sonst keine Reibung haben und deshalb ist eben auch gegeben, dass der Tisch hier ganz schön weiterläuft und schön flüssig funktioniert. Und eben auch wirklich überhaupt kein Spiel hat. Das heißt, ich habe kein Spiel nach links und rechts, überhaupt nichts. Und der Tisch stimmt hundertprozentig genau und ist auch sehr wiederholgenau. Ja, hier haben wir jetzt den großen Auslegerarm dran. Und zwar, wie gesagt, hier ist eben dieser große Arm mit dran zur Unterstützung. Und ja, noch dazu gesagt, hier dieser komplette Arm ist aus extrem stabilen wirklich Metall, das heißt, hier ist nichts aus Aluminium irgendwie zusammen gemacht, sondern das ist ein verschweißter Metallausleger, der wiegt auch wirklich einiges. Dann haben wir hierauf eine genietete, ganz wichtig genietet, nicht nur geklebt, eine schöne Skala von 0 bis 45 Grad, wie so zwei. Viele kennen es vielleicht auch, einige Leute benutzen den Ausleger auch hier auf der Seite und legen dann hier das Holz an. Wir machen das Ganze andersrum, deswegen benutzen wir hier diese Skala. Und ja, wie gesagt, wenn man hier vorne das Lineal anbringen möchte, dann nutzt man eben hier diese Skala. Hierauf haben wir dann noch eine Skala und in der hier laufen hier solche Flipstops. Das Ganze funktioniert auch ganz einfach. Wir haben keine wirkliche Lupe oder sowas dran, sondern ganz simpel guckt man hier an der Kante, was für ein Maß wir brauchen. Und dann dreht man den Ganzen hier fest und dann ist das Ganze auch wirklich hier schön fest. Hier an der Mutter, das ist eine selbst anziehende, kann man dann auch wirklich noch schön einstellen, dass das Ganze hier kein Spiel hat. Das heißt, ich kann den hier wirklich überhaupt nicht bewegen in irgendeine Richtung, sondern das Ganze hier hält schön fest und hat kein Spiel und das Ganze hier stimmt auch wirklich auf ein Zehntel genau. Das Ganze habe ich alles eingestellt und was auch noch ganz wichtig zu sagen ist, hier bei diesem gesamten Ausleger haben wir natürlich auch öftermals Problem der Wiederholgenauigkeit. Das heißt, man baut diesen Ausleger hier ja auch ab und zu mal weg und wieder hin und dann wollen wir natürlich immer perfekte 90 Grad zum Sägeblatt.
Und das ist uns auch wirklich hundertprozentig gewährleistet, da wir hier an diesen zwei Schrauben, das sind Anschläge, die befinden sich hier und hier. Mit denen kann man wirklich ganz genau einstellen, dass dieser Anschlag hier wieder genau auf 90 Grad zum Sägeblatt festgezogen wird. Und wenn die einmal eingestellt sind, dann haben wir wirklich eine hundertprozentige 90 Grad Wiederholungschance. Jetzt kommen wir auch noch hier zum einzigsten Knackpunkt an der Maschine, der mir wirklich aufgefallen ist. Und zwar haben wir zum dieses Lineal hier verstellen, hier unten eine Plastikschraube. Hier kann man sie sehen, das ist einfach ein kleiner Plastikknauf. Und hier unter dieser Plastikabdeckung verbirgt sich auch ein Anschlag für diesen Knauf hier. Das heißt, damit wir wirklich 90 Grad haben. Wenn ich hier das Ganze aber anlege, ist das Problem, dass diese Schraube, die hier drin ist, dann wirklich direkt an diesem Plastik von diesem Plastikdrehknauf dran schleift und der immer dünner wird mit der Zeit und sich das Plastik immer mehr abnimmt. Das ist natürlich zum einen Problem, das tut der Schraube nicht gut, das heißt irgendwann mal ist unsere Schraube nicht mehr verwendbar und dann muss man da eine neue kaufen. Und zum anderen ist natürlich auch das Problem, wenn man den Ausleger hier öfter mal neigt, dann wird die Maschine immer ungenauer. Dadurch, dass hier dieser Drehknauf immer kleiner wird, verändert sich natürlich auch hier der Anschlag immer um ein paar Zehntel. Nur das macht bei einem längeren Stück Ablängen bzw. auf Dauer natürlich einiges aus. Deswegen haben wir das Ganze so gelöst. Man sieht hier eine kleine Mutter. Wir haben hier durchgebohrt und hier eine Schraube durch und die schlägt jetzt eben hier wirklich pur an diesem Aluminium an, beziehungsweise hier in dieser Nut ist noch eine Schraube unten drunter versehen und da stößt dann quasi Schraube auf Schraube, die wir da auch angebracht haben und somit ist das hier quasi unser Anschlag und der hier ist quasi außer Betrieb, da hier dieser wirklich nicht verschleißt und wir auch hier keine neue Schraube nachkaufen wollen. Und somit kann man das hier noch deutlich länger benutzen. Das empfehle ich euch auch, wenn ihr die Maschine vielleicht kauft, beziehungsweise wer die Maschine vielleicht hat, der kann ja vielleicht auch mal gucken, hier nach dieser Schraube, da die eben wahrscheinlich nach so 2-3 Jahren schon wirklich sehr stark abgenutzt ist. Und ja, wir haben das Ganze ganz einfach mit nochmal einem selbstgebauten Anschlag hier gelöst. Ja, wie vorhin bereits ja auch schon erwähnt, die Maschine hier ist wirklich so gebaut, dass man auf kleinstem Raum wirklich große Sachen mit ihr sägen kann. Und das finden wir hier am Ausleger auch nochmal vor, dieses Prinzip. Und zwar ist das, wenn man diesen Flipstop, da habe ich auch hier eine kleine rote Markierung gemacht. Wenn man diesen Flipstop ganz rausfährt, seht ihr auch hier schon diese Metallplatte und hier unten ist nochmal eine kleine Schraube. Und wenn wir die lösen, können wir hier den Ausleger noch weiter ausfahren. Und dann haben wir hier eben auch nochmal eine Skala und dann können wir hier auch nochmal rund bis zu 60 Inch, also wir haben ja auch eine Inch-Skala dran und wir können hiermit dann auch eben in Zentimeter, müssen wir ein bisschen aufpassen, weil da kein Anschlag mehr drin ist, das heißt man kann dieses Lineal auch einfach rausnehmen. Wir können hier dann auch nochmal bis 1,60 Meter lange Sachen ablenken mit diesem Ausleger und somit auch quasi auch mal nochmal große Dachbalken oder sowas in der Art oder mal ein großes Rahmenteil. Und das ist natürlich auch nochmal ein extrem großer Vorteil. Natürlich braucht man dann aber auch in diese Richtung hier genug Platz. Und das Ganze wird bei mir dann eben sehr eng, weil wie man auch da drüben schon sieht, ist der Ständer von der Bohrmaschine. Und deswegen ist das Ganze hier wirklich knapp. Aber gerade so reicht's. Und das ist eben auch nochmal ein ganz großer Vorteil, dass man selbst hier mit dieser kleineren Maschine oder noch kleinen Formatkreissäge auch wirklich große Sachen absägen kann. Ja, dann kommen wir jetzt auch nochmal zu einem ganz wichtigen oder zu einem relativ interessanten Punkt, sicherlich für die meisten, und zwar ist das der Sägeblattwechsel. Und zwar kurbeln wir dazu zum einen mal das Sägeblatt ganz raus. Das ist nicht unbedingt notwendig, aber macht doch den Sägeblattwechsel einiges leichter, da das Sägeaggregat dann eben einfach ein bisschen weiter oben ist. Und noch kurz dazu gesagt zum Sägeblattwechsel, der ist hier an dieser Maschine wirklich genial gelöst. Wir müssen hier keinerlei Schrauben lösen, absolut nichts.
Das Einzige, was wir machen müssen, ist den Schiebetisch wegfahren. Und dann haben wir hier auch schon eine Markierung, wie das Ganze richtig funktioniert. Und dann sieht man hier auch schon einiges an der Maschine. Und was wir dann noch machen müssen, ist hier dieses Blech wegfahren. Und wie man sieht, haben wir hier jetzt freien Zugriff auf das Sägeblatt. Noch ganz wichtig und dazu sagen beim Sägeblattwechsel, zum einen natürlich Stecker ziehen und was auch noch eine andere Versicherung ist, dass die Maschine selbst beim, wenn man mal vergisst den Stecker zu ziehen, nicht loslaufen kann aus Versehen, ist hier auch nochmal ein Sicherheitsschalter eingebaut und sobald dieses Blech hier weg ist, wird er ausgelöst und die Maschine kann nicht mehr gestartet werden. Das heißt auch immer nach dem Wechsel darauf achten, dass das Blech hier wirklich ganz zu ist, weil die Maschine sonst nicht anläuft. Ja, hier haben wir jetzt also das große Sägeblatt. Hier ist jetzt ein 31,5 mm Sägeblatt drauf. Was genau wir für Blätter nehmen, wir benutzen Sägeblätter von Silent Power. Wir haben da ein Dreier-Set. Wer dazu genaueres möchte, kann auch gerne auf Instagram vorbeigucken. Da haben wir ein bisschen was über die geschrieben. Ja genau. Also hier jetzt das große Sägeblatt, die Welle, hier ist der Spaltkeil, der ist auch nur mit einer Mutter befestigt. Die läuft in der Schiene, das heißt wir können ihn verstellen, so zum Sägeblatt als auch in der Höhe. Dazu kommen wir zu nochmal einem kleinen Problem, das ich auch ganz einfach gelöst habe. Wir können mit diesem mitgelieferten Anschlag keine verdeckte Schnitte machen, wenn wir ein 25 cm Sägeblatt auf der Maschine haben. Selbst bei so einem 31 cm Sägeblatt können wir noch keine verdeckte Schnitte machen. Allerdings fehlt uns da wirklich nur 3-4 mm, wenn überhaupt. Das habe ich ganz einfach gelöst, indem ich hier oben vom Spaltkeil einfach diese 3-4 mm weggeschliffen habe. Und jetzt kann ich auch wirklich verdeckte Schnitte machen. Was natürlich ein ganz großer Vorteil ist, ich habe mir jetzt 31 cm Sägeblätter im Dreierpack gekauft. In dem Dreierpack sind Sägeblätter enthalten für so gut wie jeden Schnitt, den man so machen muss. Das heißt ein Besäuenblatt, ein Blatt für Plattenmaterialien, also ein ganz feines und hier jetzt so ein mittelgrobes für ganz normale Querschnitte im Holz. Oder eben so von genaueren Holzzuschnitt. Natürlich alle in derselben Größe und das ist auch der ganz große Vorteil, dass dann eben dieses Verstellen vom Spaltkeil wegfällt, denn die Sägeblätter sind alle gleich breit, also hier von der Breite her alle gleich und von der Größe gleich und deswegen muss ich hier auch nicht ständig einstellen oder beziehungsweise hier den Spaltkeil neu einstellen. Jetzt aber zum Sägeblattwechsel. Wir haben hinterm Sägeblatt, können wir reinfahren mit einem Stift, der wird mitgeliefert mit der Maschine für die Arretierung vom Sägeblatt. Und zwar gibt es in der Welle zwei Löcher auf dieser Seite und da stecken wir hier diesen Hebel einfach rein und dann ist das Sägeblatt arretiert. Und dann benutze ich hier einfach eine Nuss und die passt hier drauf und dann kann ich auch ganz einfach Sägeblatt lösen. Ich halte hier immer diesen Hebel fest, also man muss ihn festheben, sonst ist die Arretierung auch ganz schnell hier ausgeleiert aus diesem Plastik hier. Hier reicht meistens auch immer eine Hand. Ich drücke hier mit dem Daumen dagegen und löse dann hier die Schraube. So, das Ganze ist natürlich ein Linksgewinde, dazu auch den Spruch, so wie ich laufe, gehe ich auf. Das heißt, das Sägeblatt läuft so rum. Und genau so rum habe ich auch das Sägeblatt geöffnet, beziehungsweise hier die Schraube geöffnet. Ja, dann nehme ich hier ganz einfach die Mutter ab und dann habe ich hier noch die große Anpressscheibe. Und dann kann ich auch hier das Sägeblatt abnehmen. Ja, dann noch ein kleiner Vorteil an der Maschine. Und zwar haben wir hier so einen kleinen Pin an der Scheibe dran. Und hier in der Welle ist auch ein kleiner Pin. Und das Ganze muss schön übereinstimmen und dann rastet das Ganze ein und das verhindert eben auch ein Durchdrehen von der Welle bzw. auch vom Sägeblatt. Und eben auch ein Abspringen bzw. ein Lösen. Also hier dieser kleine Pin ist wirklich sehr wichtig und das Ganze ist auch wirklich gut gelöst und das passt trotzdem und da passt trotzdem jedes Sägeblatt
mit einem Innendurchmesser von 30 mm, also mit einer Bohrung von 3 cm drauf. Also hier dieser Pin beeinflusst nichts am Sägeblatt. Ja, wenn wir jetzt schon so schön in die Maschine reinschauen können, da gucken wir aber gleich auch nochmal genauer drauf. Wir sehen hier die Keilriemen, das sind wirklich Keilriemen, also dreieckige Keile. Hier verbunden von der Motorscheibe hier hoch zur Welle. Hier sind zwei Stück drauf. Die waren bei uns leider schon komplett runtergefahren und eben nicht mehr brauchbar und schon ganz brüchig. Wir haben die neu gekauft. Die sind nicht allzu teuer. Also das lohnt sich auf jeden Fall auch mal auf die Riemen hier zu gucken, denn nach einer Zeit werden die einfach auch mal brüchig. Die ganze lassen sich ganz leicht tauschen und das war wirklich kein großes Problem. Ja, dann noch ganz kurz zum Zubehör der Maschine. Und zwar ist natürlich neben diversen Schrauben und einem kleinen Schraubenschlüssel, der mitgeliefert wird, und Imbusschlüssel, auch noch hier so Zubehör dabei, was man auch so im Alltag beim Arbeiten mit der Maschine braucht. Und zwar ist das zum einen mal hier eine große Spanhaube. Die wird mit einer Nut im Spaltkeil einfach festgeschraubt, hier mit so einem Schnellspanner. Die hat hier auch nochmal einen Absaugschlauch von rund 60 mm. Dann haben wir hier noch Zubehör für den Schlitten, denn man sieht natürlich schon, wir haben hier diese T-Nut. In die passt zum einen hier der Besäumschuh. Der wird hier mit so einer großen Metallplatte einfach hier vorne im Schlitten eingeführt. Und dann wird hier noch diese massive Plastikschraube festgezogen. Und dann haben wir hier auch schon einen großen massiven Besäumschuh, der ja auch nochmal aus wirklich dickem und massivem Blech besteht. Und der ist dann eben zum Bohlen besäumen. Man sieht ja hier jetzt aber noch einen Abstand, der ist ziemlich groß vom Sägeblatt. Dafür haben wir hier diese ganze Bohrungen. Das heißt, wir können den Besäumschau nochmal entweder weiter so rum oder weiter so rum versetzen. Das ist auch nochmal ein großer Vorteil, wenn wir eben auch mal kleinere oder auch mal größere Bohlen besäumen wollen. So, als drittes Zubehörteil haben wir dann hier noch so einen Klemmniederhalter. Der wird auch mitgeliefert, das ist auch ein massives Alu-Druckguss und Eisenteil. Der hat hier unten auch ganz einfach ein Gewinde drinnen. Das wird hier auch einfach reingeschoben. Dann dreht man den hier einmal fest und dann können wir auch schon unser Teil festspannen. Der Ganze ist natürlich hier noch mit so einem Verschluss höhenverstellbar. Dann drehen wir hier eben einfach fest und können hier spannen und der hält uns eben auch zusätzlich nochmal das Werkstück fest. Den empfehle ich auch besonders zum Beispiel, wenn man mal eine Bohle besäumt, zu verwenden. Da muss man selber auch mit den Händen nicht allzu viel noch drücken. Also das war jetzt so im Großen und Ganzen eigentlich das Video zu unserer Formatkreissäge. Weitere Infos bzw. weitere Erfahrungen über die Maschine werdet ihr dann im Laufe der Zeit einfach noch sehen. Wie gesagt, wir haben die Maschine selber noch nicht allzu lang und sind gerade erst richtig haben gerade erst richtig angefangen mit ihr zu sägen. Also wirkliche Erfahrungsberichte werden noch kommen. Jetzt aber so, wir haben jetzt schon ein paar kleine Kästchen und sowas gebaut. Dazu können wir auf jeden Fall sagen, die Maschine sägt wirklich hundertprozentig genau. Man kann, ein riesiger Vorteil wirklich an dieser Säge, man kann absolut alles einstellen. Das heißt, wir können einstellen, wo genau der 45 Grad Anschlag an der Säge sein soll. Das heißt, bei der Neigung haben wir einen Anschlag, den können wir einstellen, dass wir wirklich bis zu den 45 Grad kommen. Wir können die Skala hier einstellen, am Ausleger einstellen. Den Schlitten können wir auf ein Zehntel genau justieren durch ganz viele Muttern. Hier den Parallelanschlag auch nach alle Richtungen. Also hier an der Säge kann sich wirklich niemand beschweren, dass sie ungenau sägt. Das liegt alles nur am Einstellen. Und wenn die Maschine gut eingestellt ist, kann man hier auch wirklich Wiederholschnitte wirklich am laufenden Band sägen. Und es verstellt sie nichts und die Maschine ist immer exakt eingestellt. Selbst an so verstellbaren Teilen wie zum Beispiel hier zurück wieder vorschieben oder am Ausleger einhängen und aushängen. Wenn hier die Anschläge richtig eingestellt sind, haben wir immer exakte 90 Grad Schnitte. In dem Sinne würde ich sagen, das war jetzt wie gesagt unser kleines Video, unser Vorstellungsvideo zur Säge. Weitere Infos
erfahrt ihr in unseren nächsten Videos. Die Maschine wird auch schon in 2 Wochen im Video im Gebrauch sein. Das heißt, da seht ihr sie dann auch bereits schon zum ersten Mal. Das haben wir extra so gestellt. Und ja, für weitere Fragen oder sowas natürlich ab in die Kommentare. Wir beantworten die Kommentare unter diesem Video auch auf jeden Fall. Falls noch irgendwelche Fragen nicht geklärt sind, falls wir noch irgendein ganz großes Thema vergessen haben, können wir auch gerne noch ein extra Video darüber machen, wenn euch irgendwas noch brennend interessiert. Und ja, aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen, das war's jetzt mit dem Video hier. Ich denke mal, ich habe alles zur Maschine gesagt. Hier noch diese Verbreiterungen sind alle aus massivem Blech. Die werden auch nochmal gestützt hier durch diese Massivmetallstange, auf der auch der Schlitten läuft. Das heißt, das Ganze ist auch wirklich massiv und gibt nicht nach. Und ja, wie gesagt, für den Heimwerker, der wirklich auch mal größere Projekte in Anspruch nehmen möchte, für den ist hier diese Säge wirklich 1A, da wir eben wirklich auch große Zuschnitte mit einer relativ kleinen Säge bewältigen können. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, diese kleine Vorstellung, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Wer uns noch nicht kennt, beziehungsweise jetzt durch dieses Video neu auf YouTube kennengelernt hat, darf gerne ein Abo dalassen. Wer vielleicht noch die ersten Infos oder die ersten Bilder zur Maschine sehen möchte, oder zum Beispiel auch, wie wir einen Sägeblatthalter gebaut haben und so weiter, da würde ich euch empfehlen, schaut mal auf Instagram vorbei, da sind wir ebenfalls Hobbymaschine. Und ja, arg viel mehr gibt es dann auch gar nicht mehr zu sagen, außer bis nächsten Sonntag, beziehungsweise Sonntag in 2 Wochen, 18 Uhr. Tschüss!